Willkommen im Skoda Octavia 1.0 TSI E-Tech. Und damit starten wir heute mal in einen reinen Fahrbericht. Es geht heute nur ums Fahren und wir starten mit dem sehr sanften Motorstart. Warum der sehr sanfte Motorstart? Wir haben hier einen Skoda mit Mildhybrid-Technik und die E-Tech-Modelle sind übrigens die ersten Skoda-Serienfahrzeuge mit dieser Mildhybrid-Technik. Und eine kleine Besonderheit bzw. ein Wunsch meinerseits, wir haben den kleinsten Motor, den es im Skoda Octavia gibt. Das heißt jetzt nicht ganz die Basis, denn ja klar, wir haben ein paar Extras, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern quasi prinzipiell um den 1.0 TSI mit 7-Gang DSG mit dem DQ200, denn dann haben wir das Mildhybrid-System, was uns nicht nur diesen sanften Motorstart über den RSG erlaubt, sondern auch den zeitweise Freilauf. Das heißt, es wird nicht nur Motor und Getriebe voneinander getrennt und wir rollen im Prinzip auf Leerlaufdrehzahl, aber ohne Schleppmoment oder sonst was, sondern der Motor wird auch teilweise komplett gekappt. Ich probiere es jetzt einfach mal, hier müsste es eigentlich gehen. Okay, wir gehen komplett in den Freilauf, Motor aus. Und was ihr jetzt quasi seht, ist eigentlich das Ende der heutigen Testfahrt. Denn es war wieder ein zeitbeschränkter Test. Der Wagen kam heute früh und seit heute früh bin ich unterwegs, um verschiedene Verbräuche einzufahren. Und ich habe auch ein bisschen Gewicht im Kofferraum mitgenommen, dass wir zumindest mal einen Mitfahrer simulieren können. Auf die Dinge wie, dass der Skoda Octavia Kombi ziemlich große Maschine ist. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf weiter eingehen. Ich habe mich mal für euch spaßeshalber in den Kofferraum gelegt. Also mit Matratze, glaube ich, kann man es da ganz gut drin aushalten. Heute soll es wirklich primär darum gehen, wie fährt sich so mit diesem kleinen Turbo-Dreizylinder mit einem Liter Hubraum und Mildhybrid-Technik? Reicht das aus für dieses doch relativ große Fahrzeug am oberen Ende des Kompaktklassen-Lineups? Oder sollte man vielleicht doch eher in Richtung eines größeren Motors tendieren? Frage direkt an euch. Was sagt ihr jetzt vorweg, bevor ihr mal vorgeskippt habt? Würdet ihr sagen, das reicht oder das reicht nicht? Vom Motor selber. Der 1.0 TSI kommt aus der Evo-Motorengeneration. Das heißt, wir haben bei diesem kleinen Turbo-Dreizylinder einen VTG-Lader, was man sonst eigentlich nur von Dieselmotoren vor ein paar Jahren noch kannte. Das heißt, ein Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, was schlussendlich für uns als Fahrer heißt, er tritt eigentlich in jedem Drehzahlbereich relativ gut und schnell an. Dann hat man auch das Miller-Brennverfahren hier adaptiert und ganz klar eben die Mildhybrid-Technik, wenn man das 7-Gang DSG wählt. Das heißt, dieser kleine riemengetriebene Startergenerator ermöglicht uns, Bremsenergie zurückzugewinnen, in einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie zu speichern und dann beispielsweise beim Freilauf das Ganze eben so zu ermöglichen, dass wir das Infotainment noch weiterlaufen lassen können und auch die Klimaanlage weiterlaufen lassen können, aber trotzdem für diesen Moment eben dann mal punktuell ein wenig Sprit sparen. Um das wirklich genau vergleichen zu können, müsste man natürlich auch dann die Variante ohne DSG im direkten Vergleich fahren können. Gut, können wir jetzt nicht, aber ich schicke es mal so viel voraus, die Verbräuche sind richtig beeindruckend. Was dieser RSG eben auch erlaubt, ist ein kleiner Boost von 50 Newtonmeter. Und das war jetzt beim Motorstart vielleicht nicht ganz so ersichtlich, weil es nicht ganz so ruhig war, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Aber zum Beispiel aus dem Start-Stopp heraus ist der Motorstart wirklich super sauber, nicht bemerkbar, außer dass die Drehzahl plötzlich wieder ansteigt. Und neben diesen Segeln, das ist vielleicht auch ganz wichtig, das war letztens mal in den Kommentaren zu lesen. Nein, der macht nicht immer den Motor aus, wenn ich vom Gas gehe. Wenn jemand vor mir fährt und ich brauche dabei quasi schon die Motorbremse, dann geht der logischerweise nicht in den Segelbetrieb über, weil er einfach sieht, okay, ich brauche die Motorbremse und ich brauche quasi auch die normale Bremse. Denn hier ist es so, wenn ich im Freilauf bin, also nur über den Mildhybrid, über den RSG alleine, bremsen geht nicht. Sobald ich die Bremse betätige, ist der Motor wieder an. Und das Ganze geht auch relativ zügig. Und wie gesagt, wenn jemand vor mir fährt, dann geht er nicht in den Segelbetrieb über. Übrigens, ganz wichtig vielleicht noch zu erwähnen, wir haben hier auch quasi noch den Effizienzassistenten mit drin. Heißt,
er sagt mir jetzt zum Beispiel auch, da kommt eine Kreuzung, Fuß vom Gas. Und er geht jetzt nicht ins Segeln, weil es ist jemand vor mir. Weil er geht jetzt quasi ein bisschen in die Rekuperation rein. Das heißt, ein bisschen Bremsenergie-Rückgewinnung. Das heißt, er regelt auch so ein bisschen mit den Schildern. Beispiel von 70 auf 50. Wenn ich zu spät vom Gas gehe, dann geht er nicht ins Segeln, weil er quasi selber von sich aus auf die 50er-Zone aufbremst. Gehe ich aber genau zum richtigen Zeitpunkt vom Gas, und weil ich eben diese Strecke dann kenne und weiß, okay, da kommt jetzt aus meiner 70er-Zone direkt eine 50er-Zone, kann ich ihn quasi relativ passend auf die 50er-Zone ausrollen lassen und spare dann für diesen Schritt eben Sprit. Die Batterie für den RSG sitzt übrigens hier direkt unter dem Beifahrersitz, nimmt aber nicht wirklich Platz weg, da sie ja relativ klein ist. Der RSG kann übrigens auch über einen Gleichspannungswandler die 12 Volt Batterie mit Strom versorgen, also auch hier ein Vorteil. Und jetzt zu dem, was mich persönlich interessiert hat und was mich auch bewegt dazu hat, diesen Wagen hier anzufragen, passt das mit dem 1,0 TSI? Wir starten mal mit den Verbräuchen. Ich war baff, kann ich nicht anders sagen. In der Stadt kann man ihn mit 3, bewegen, 3,5 war es jetzt quasi beim mehreren Testläufen, und dann staffelt sich das, umso höher man quasi die Geschwindigkeiten erhöht, immer plus minus genau um 1 Liter. Das heißt, jetzt hier bei so Überlandfahrten irgendwas zwischen 70 und 100 sind wir so mit 4,5, 4,6 Liter unterwegs, und auf der Autobahn sind es dann so 5,6, 5,7 Liter im Bereich 120, 130 km/h. Klar, wenn man dann jetzt noch mal ein bisschen weiter nach oben geht, dann streut der Verbrauch natürlich ordentlich nach oben, denn dann muss das kleine Motörchen doch ganz schön viel arbeiten. Aber ich finde, diese Werte sind mehr als akzeptabel für dieses doch relativ große Auto mit, wie gesagt, mir als Fahrer plus, ich würde mal so sagen, was sind das, 70, 80 Kilo, die ich im Kofferraum noch mitnehme. Also quasi zwei Fahrer, oder was ist zwei Fahrer, ein Fahrer, ein Beifahrer, so in der Richtung im Moment. Und das, finde ich, kann sich sehen lassen. Vom ersten Einsteigen war ich auch positiv überrascht, denn ja, man hat quasi den Dreizylinderklang, es rumort ein wenig, allerdings weniger als ohne das Multihybrid-System. Und auch wie er sich quasi so in der Stadt bewegt, vom Anfahren, da punktet eben der RSG mit diesem 50 Newtonmeter Boost eben aus dem Keller heraus, wo der VTG leider noch nicht so wirklich was tun kann. Das macht eben dann schon den Unterschied, den positiven Unterschied im Vergleich zu den normalen Dreizylindern des Konzerns. Der 1,0 TSI im Octavia Kombi ist jetzt nicht uneingeschränkt für jeden empfehlenswert. Es gibt sicherlich Anwendungszwecke, da sind die anderen Motoren garantiert besser geeignet. Aber für jemanden, der nicht immer voll lädt, der nicht immer große Strecken macht, aber trotzdem für den Fall der Fälle dieses doch relativ praktische große Auto möchte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Sinn macht, nur auf den kleinsten Motor zu setzen. Wie gesagt, ich bin auch positiv überrascht, wie er sich auf der Autobahn schlägt. Also wenn man da mit 120, 130 km/h fährt, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, wir sind da mehr so im Bereich von 6,5 Litern. Aber nein, sind wir nicht. Plus, wenn man seine Strecken kennt und überwiegend vorausschauend fährt oder fahren kann, dann kann man auch von diesem Segeln profitieren. Nicht nur, weil es unbedingt den Antrieb etwas ruhiger macht, sondern weil man quasi auch ja weiß, okay, komm, ich gehe jetzt mal vom Gas, ich weiß, ich biege da vorne gleich rechts ab und ich müsste da sowieso bremsen. Lass ihn jetzt einfach von den 100 ausrollen auf eine Geschwindigkeit, die ich sonst abbremsen würde. Klar, ich habe jetzt auch niemand hinter mir, aber ich bin jetzt relativ genau, okay, im Octavia würde ich die Kurve jetzt nicht mit 70 nehmen, aber für diesen Moment war der Motor jetzt komplett aus und ich habe keinen Sprit verschwendet. Und wenn man sich da so ein bisschen orientiert an einer vorausschauenden Fahrweise, dann kann man diese 0,4 Liter Ersparnis, die Skoda selber angibt, auch durchaus erfahren, vielleicht sogar übertrumpfen, wenn man sich eben auf den Antrieb einstellt. Und das war's mit dem reinen Fahreindruck des Octavia Kombi E-Tech in der kleinsten Ausführung mit 110 PS. Den Wagenpreis habe ich jetzt noch nicht, müsste ich erst noch ausrechnen. Plus minus legen die Fahrzeuge in der Ambition-Ausführung so bei knapp 27.000 Euro los. Ich werde mal drauf tippen, dass der hier
ein bisschen mehr kosten wird. Was genau, muss ich erst noch ausrechnen. Aber jetzt liegt es wieder an euch. Was haltet ihr von diesem Triebwerk in diesem doch relativ großen Fahrzeug? Sagt ihr ja, nein, passt oder passt nicht? Legt los, dafür sind die Kommentare da. Wir mischen sehr gerne auch wieder mit.